Einen wunderschönen Samstag. Herzlich willkommen beim Elevate Festival Western Promises als Überthema. Mein Name ist Julia Herrnberg, ich bin Journalistin bei der Non-Profit-Redaktion von Dossier und bei Reporter ohne Grenzen und ich darf diese und die nächste Veranstaltung heute hier moderieren. Es erwartet Sie eine wundervolle Keynote von Professor Shalini Randeria. Wir begrüßen jetzt auch noch hier im Livestream unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auf Radio Helsinki. Für alle auch hier im Publikum sowie über den Stream sind Live-Übersetzungen, Simultanübersetzungen möglich. Wenn Sie das möchten, auf Englisch, es liegen hinten Kopfhörer bereit. Die Keynote wird auf Englisch sein und das Panel im Anschluss auf Deutsch wird auf Deutsch sein. Sie können sich's auf Englisch übersetzen lassen, wenn Sie wollen. Was erwartet uns jetzt in der nächsten Stunde? Professor Shalini Randeria ist eine weltweit renommierte Soziologin und Sozialanthropologin und sie wurde 2021 zur ersten Präsidentin und Rektorin der Central European University. Das ist eine Bildungseinrichtung mit einer besonderen politischen Geschichte, auf die sie auch näher eingehen wird. Sie ist die erste Frau und die erste Person aus dem globalen Süden in dieser Position. Sie hat eine sehr beeindruckende akademische Laufbahn schon. Sie war Rektorin des Institute for Human Sciences in Wien und Professorin am Graduate Institute of International Development Studies in Genf, wo sie das Albert Hirschman Center on Democracy geleitet hat. Derzeit bekleidet sie außerdem den Excellence Chair an der Universität Bremen und leitet dort die Forschungsgruppe Soft Authoritarianism. Und darum wird es auch heute in ihrem Vortrag gehen. Sie hat einen hervorragenden Podcast, Democracy in Question, der jetzt bereits in der 8. Staffel läuft, den ich sehr wärmstens empfehlen kann. Professor Randeria wird in ihrer Keynote jetzt ungefähr 40, 45 Minuten uns Einblicke geben in die Erkenntnisse zu Demokratiedefiziten und vor allem mit welchen subtilen Strategien und neuen Praktiken autoritäre Kräfte weltweit wirken. Im Anschluss daran können wir gerne gemeinsam ein bisschen darüber sprechen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute aber doch die Laune etwas verderben, denke ich, mit dem Vortrag, denn um die Demokratie ist nicht gut bestellt. Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, diesjährigen Keynote hier bei den Elevate Festival zu halten. Es ist aber auch eine Verantwortung, die ich dabei empfinde, mein Besorgnis über, wie heute Demokratien demokratisch untergegraben werden, mit Ihnen zu teilen. Das Thema beschäftigt mich nicht nur politisch als Bürgerin, sondern auch als Wissenschaftlerin. Meine Zeitdiagnose wird daher zu Demokratie weltweit leider nicht zu viel Elevation führen. Es wird vielleicht eher zu Depressionen führen und dann können wir uns zusammen überlegen, welche Art von Widerstand gegen die sanft autoritären Tendenzen, Praktiken, Strategien, die ich Ihnen beschreiben werde, welche Art von Widerstand möglich sein könnte und was könnten wir dazu leisten. Der Begriff ist erklärungsbedürftig. Soft Authoritarianism, sanfter Autoritarismus. Ein Begriff, den ich benutze, um zu beschreiben, wie formale Demokratien von zunehmend illiberalen Praktiken geprägt sind und infolgedessen autoritäre Züge annehmen. Diese Verschiebungen finden meist fast unmerklich und schleichend statt, doch ihre Folgen für die Zukunft liberaler Demokratien sind schwerwiegend. Paradoxerweise geht die Ausweitung formaler Demokratien weltweit mit ihrer Aushöhlung von innen heraus, meist, wie ich gerade sagte, mit demokratischen Mitteln einher. Einerseits haben viele Bürger, Bürgerinnen in westlichen Ländern ihr Vertrauen in die liberale Demokratie verloren, sei es aufgrund enttäuschter Erwartungen, zunehmender ökonomischer Ungleichheit oder jahrelange neoliberale Austeritätspolitik. Zudem schüren konservative und rechtspopulistische Parteien angesichts sozialer, kultureller, religiöser, sexueller Diversität unablässig kulturell kodierte Ängste
vor einem angeblich drohenden Identitätsverlust. Diese Unzufriedenheit und auch diffuse Ressentiments werden von demokratisch gewählten charismatischen Demagogen instrumentalisiert, um ihre eigene Macht zu festigen. Die Konsolidierung ihrer Machtposition geht hierbei mit einem dauerhaften strukturellen Umbau des Staates einher und einem sukzessiven Wandel hin zu sanften Autoritarismus. Ich werde vor allem zwei eng miteinander verknüpfte Aspekte dieser neuen Herrschaftspraktiken erläutern. Zum einen die sanft autoritäre Taktiken vorstellen, die zur dauerhaften strategischen Veränderung von Wahlmehrheiten genutzt werden. Ich werde darauf eingehen, welche Rolle Gesetze und auch Gerichte bei diesen langsam, aber systematisch fortschreitenden Entwicklungen zum sanften Autoritarismus hin spielen. Also zwei Begriffe, die Sie vielleicht aus dem Englischen in diesem Zusammenhang kennen. Lawfare. Lawfare als ein Begriff, der statt Warfare benutzt wird, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass heute viele politische Kriege mittels Gerichte, wie wir gerade in den USA erleben, geführt werden. Und das andere, was im Englischen häufig, um diese Verschiebung zu beschreiben, benutzt wird, ist, it's rule by law, it's not rule of law. Ja? Rechtsstaatlichkeit wird ersetzt durch eine bestimmte Art, Gesetze zu verabschieden und zu benutzen. Ich möchte aber auch einen zweiten Aspekt heute erläutern, und das ist eine ausgeprägte demografische Panik. Eine demografische Panik, die mit einer Aushöhlung von Frauenrechten und insbesondere reproduktiven Rechten einhergeht und die daher mit einer Frauenfeindlichkeit in allen diesen Regierungsstilen Teil des Repertoires ist. Eine Kombination aus niedrigen Geburtenraten und relativ hoher Einwanderung stellt dabei angeblich eine existenzielle Bedrohung für die ethnisch definierte Reinheit der Nation dar. Der Backlash gegen Frauenrechte und Reproduktionsfreiheit ist daher im Zusammenhang mit dieser Art von demografischer Panik oft auch in vielen osteuropäischen Ländern und Zentralasien tituliert als demografische Sicherheit, die jetzt auf dem Spiel steht, zu verstehen. Meine Beispiele aus verschiedenen Ländern zeigen zusammengenommen unterschiedliche Facetten, auch unterschiedliche Spielarten von sanften Autoritarismus aus. Sie sind unterschiedlich, aber weisen frappierende Ähnlichkeiten auf, denn das Toolbox, das bedient wird, ist sehr ähnlich, aber kontextuell unterschiedlich eingesetzt. Und das sind soft authoritarian Führer, die auch relativ schnell voneinander lernen. Sie sind auch gut vernetzt. Sie werden auch von in vielen Fällen die rechtspopulistischen Parteien auch finanziell unterstützt von den gleichen Quellen und weisen daher diese Art von Ähnlichkeiten auf. Deutlich wird, dass dieses Phänomen nicht etwa auf eine bestimmte Weltregion oder Ländergruppe beschränkt ist, sondern Demokratien weltweit erfasst. In jeder Demokratie findet heute politische Parteien, die diese Art von Diskurse und auch Praktiken vorantreiben. Wir haben es nicht bloß mit einer Krise repräsentativer Demokratie zu tun, vielmehr steht die Demokratie an sich auf dem Spiel. Sie werden sich womöglich fragen, warum die eben geschilderte besorgniserregende Entwicklungen hin zu Autoritarismus ich mit dem Adjektiv sanft abgeschwächt habe. Es sind nicht die Auswirkungen dieser Politik, die sanft sind. Sanft ist vielmehr die Art, die Mittel, wie diese Politik sich etabliert. Diese Art von Regierungen ergreifen die Macht nicht über Nacht mit einer gewaltsamen Militärputsch, wie etwa in Lateinamerika in den 90er Jahren, also 1970er Jahren. Weder fahren Panzer auf der Straße auf, noch werden friedliche Demonstranten erschossen, wie diese Tage wir in Myanmar oder auch in Iran gesehen haben.
Und auch Vergleiche mit dem europäischen Faschismus der 1930er, 40er Jahre sind in meinen Augen nicht zutreffend. Sanftautoritäre Regime sind ein neues Phänomen, das die Grenze zwischen Demokratie und Autokratie überbrückt und verschwimmen lässt. Der Begriff hat daher im Vergleich zu anderen in Frage kommenden Begriffen, viele Politikwissenschaftler sprechen von Electoral Authoritarianism, Competitive Authoritarianism. Sanftautoritarismus hat den Vorteil, weil es darum geht, hier ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass diese Regime durch Teile der Elite, durch große Teile der Mittelschichten und durch auch einen großen Teil der Masse enorme populäre Unterstützung, Loyalität und Legitimität erfahren. Diese Tatsache nicht anzuerkennen, wäre ein gravierender Fehler. Zwar bieten regelmäßig abgehaltene Wahlen und digitale Medien in diesen Regimen Räumen, um weiterhin die Stimme zu erheben, dennoch wird Dissens unterdrückt. Die Legislative wird zunehmend marginalisiert, die Exekutive, die ihre Macht ungehindert ausüben kann, setzt ein wiederholten Maß an Gewalt ein, wenn nötig. Sie besitzt, konnte man sagen, die Sanftheit einer sanft erhöhten Faust. Der von mir gewählte Begriff daher macht uns bewusst, dass wir unser Augenmerk auf die um sich greifende Gesetzlosigkeit richten müssen, die sich als Herrschaft des Gesetzes tarnt. Es weist aber auch auf die Herausforderung, eine solche willkürliche, ungezügelte Macht zu bändigen. Ob in Brasilien, Ungarn, Indien, ob in Polen vor den neuesten Wahlen, in den Philippinen, der Türkei, aber auch in den USA, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, weist diese Art von Regierungsstil frappierende Ähnlichkeiten auf. Ohne einen formalen Ausnahmezustand auszurufen, werden Bürgerinnenrechte, Versammlungsrechte oder das Recht auf freie Meinungsfreiheit Schritt für Schritt untergegraben. Politische Dissens zu äußern wird zunehmend erschwert. Die Verstaatlichung von Medien oder die staatliche Unterordnung von privaten Medienhäusern tun schließlich ihr Übriges, um jegliche Dissens als antinational zu diskreditieren. Während liberale zivilgesellschaftliche Organisationen attackiert und diffamiert werden, werden Rechtsextreme, oft religiöse Institutionen von diesen Regierungen gestärkt und es werden eigene zivilgesellschaftlichen NGOs auch unterstützt und etabliert. Sie haben dabei eine Fülle an rechtlichen, aber auch über den Recht stehenden Mitteln zur Verfügung, um ihre Gegnerinnen und Feindinnen zu schikanieren und zu verfolgen. Es ist daher nicht überraschend, dass ausgerechnet Gerichte, unabhängige Medien und Universitäten, also jene Institutionen, die autoritäre Politik etwas entgegenhalten würden, zu primäre Zielscheibe samt autoritäre Angriffe zählen, wie ich Ihnen zeigen werde. Eine Reihe weiterer Merkmale können zur Identifizierung dieser neu entstehenden Herrschaftsstil dienen. Die enge Verbindung zwischen Oligarchen und machthabenden Politikern, ein charismatischer Demagog, meistens Männer, im Zentrum des Regimes, der sich wiederum durch toxische Männlichkeit auszeichnet, ein aggressiver Ethnonationalismus, ein ethnoreligiöser Nationalismus, der, wie ich ihn beschreiben werde, stark mit Vorstellungen einer nationalen völkischen Reinheit einhergeht. Und zuletzt zeichnet sich dieser Stil durch einen ausgeprägten Antiliberalismus aus. Die Unterdrückung und Entrechtung von Minderheiten sind für gewöhnlich eine erste Konsequenz einer solchen Politik, die eine ethnisch, rassisch oder religiös homogene Nation imaginiert und als auch politisches Ideal und Ziel definiert. Die Führer vertreten dann Interessen eines Teils der Gesellschaft und spielen ihre Unterstützer und Unterstützerinnen dabei, angeblich Feinde im Inneren, etwa kosmopolitische Eliten, stigmatisierte Minderheiten, oft auch Migranten, Migrantinnen, zunehmend aus und damit eine binäre Opposition zu schaffen zwischen wir und die anderen, auf dem etwas, wenn Sie sich erinnern, Trump oder Boris Johnsons polarisierende politische Strategie auch basiert.
eine Strategie, die interessanterweise immer mit regressiven Kampagnen, Make America Great Again, Take Back Control, eine rückwärtsgewandte Utopie darstellt. Es ist notwendig, diese Pathologie unserer Zeit klar zu benennen und dabei die Selbstinszenierung der Rechten als Fackelträger der Freiheit, auch neuerdings als akademische Freiheit, zurückzuweisen. Und es ist nicht nur wichtig, die Symptome dieser Umwandlung zu diagnostizieren, sondern auch ihre Ursachen zu verstehen, wenn wir eine Chance haben wollen, sie zu bekämpfen. Wendy Brown macht in ihren Arbeiten darauf aufmerksam, dass es die neoliberale Antipolitik war, die den Nährboden für die heutige Apathie und sogar Feindseligkeit gegenüber demokratischen politischen Leben bereitet hat. Nicht nur hat neoliberale Antipolitik auf technokratisches Regieren anstelle von Deliberation, Kompromiss, Machtteilung gesetzt, aber im Namen einer postideologischen Politik hat sie sogar Government selbst zum Problem statt zum Teil der Lösung erklärt und damit den demokratischen Anspruch auf soziale Gerechtigkeit als eine Anbiederung an politische Korrektheit seine Legitimität abgesprochen. Stattdessen hat neoliberale Antipolitik in Verbindung mit traditioneller Familienmoral globale Märkte aufgewertet und dabei einen Diskurs der Freiheit benutzt, um eigentlich Ausgrenzung und Enteignung zu rechtfertigen. Da Sanftautoritarismus weniger spektakulär in Erscheinung tritt als totalitäre Herrschaft, ist es auch oft schwieriger zu erkennen, denn nicht alle diese Regime sind auf die gleiche Weise sanft oder auch auf die gleiche Weise autoritär. Und dennoch zeichnen sie sich durch eine nicht leicht festzumachende Kombination von sowohl demokratischen als auch autokratischen Elemente aus, obwohl, wie wir sehen werden, viele dieser Praktiken bereits auch zum Herrschaftsrepertoire in einigen liberalen Demokratien gehören. Die demografische Panik rund um niedrige Geburtenraten, alternde Populationen, hohe Abwanderung und die daraus unweigerlich resultierte Veränderung der Bevölkerungsstruktur fußt auf spezifischen Ängsten. Die Angst vor einer sogenannten Entvölkerung, Depopulation, davor und auch davor, den sogenannten demografischen Wettlauf zu verlieren. In Zusammenhang damit eine Angst vor dem Niedergang der sogenannten genetischen Reinheit der Nation und die Angst vor dem Zerfall der Institution Kernfamilie, die Angst vor dem unwiederbringlichen Verlust patriarchalischer und staatlicher Kontrolle über Frauen und Gebärfähige. Damit einhergeht eine neue Rhetorik der demografischen Sicherheit, die stets von einem unmittelbar drohenden Anschlag auf sogenannten christlichen Werte, auf christliche Zivilisation durch Flüchtlinge oder durch Migrantinnen warnt. Also zu dem Thema westliche Promises komme ich nachher, weil ich finde, das ein etwas problematischer Begriff. Aber dazu komme ich ganz zum Schluss. Promises gut, westlich finde ich noch problematischer. Hier werden Ängste herbeibeschworen und geschnurrt vor einem angeblich unmittelbar bevorstehende sogenannte demografische Invasion, eine Flutwelle an Flüchtlingen, die angeblich zu einem geplanten Bevölkerungsaustausch führen werde. Die Angst vor diesen angeblich drohenden Gefahren dient wiederum der Legitimation pronatalistischer Politiken mit migrationsfeindliche Maßnahmen, die die Reinheit der Nation von sozialer Desintegration durch Multikulti schützen soll. Wie oft haben wir in letzter Zeit gehört, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Wann bricht sie auseinander? Und das ist alles in die Richtung einer Antimigrationspolitik, die diese Fragen den Nährboden bietet. Die gegenwärtigen demografischen Dystopien haben eine lange Geschichte in Europa. Befürchtungen, dass ein sogenannter Bevölkerungsaustausch oder gar eine White Extinction, wie wir in Amerika im Moment genannt wird, also ein Aussterben der weißen Rasse drohe, sind tief verwurzelt in Vorstellungen einer Rassenüberlegenheit. Und also die Wurzel können wir wirklich in eine mit Eugenik zusammengebundene Rassenpolitik bis
ins frühe 19. Jahrhundert verfolgen. Die unterschiedlich hohe Geburtenrate der Mehrheitsbevölkerung im Vergleich zu jener diverse marginalisierten Gruppen, ethnisch, religiös, rassifizierten, migrantischen Minderheiten, werden von rechtspopulistischen Regierungen weltweit politisiert. Die ganze Angst basiert auf einem Wunsch, einen vergeblichen Wunsch, und das ist auch kein westlicher Promise, woran man denken soll, Wunsch nach einem homogenen, modernen Nationalstaat. Und dieser Wunsch ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Aber diese Idee, dass ein Nationalstaat homogen sein muss, ethnisch, sprachlich, religiös, das ist ein Western Promise, unfulfilled, das in der ganzen Welt exportiert worden ist. Das heißt, jeder hat diese Idee heute, wie ein Nationalstaat eigentlich auszusehen hat. Und das ist wirklich ein großes Problem. Dass demografische Statistiken auf unumstößliche Fakten zu beruhen scheinen, verzerrt den Blick darauf, dass Demografie und Reproduktion grundsätzlich politisch sind. Fertilität, Mortalität, Mobilität sind zutiefst geprägt von Fragen sozialer Ungleichheit und verlaufen immer entlang Klassenzugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit, Rassifizierung und religiöse Zugehörigkeit. Die Frage daher, die im Zentrum steht, wer zählt als Mitglied der Nation? Wer als Bedrohung für die Nation empfunden? All das sind, wie Michel Foucault uns erinnerte, grundlegende biopolitische und auch, wir können eigentlich sagen, nekropolitische Fragen. Das erwünschte Staatsvolk entlang ethno-religiöser Kategorien zu definieren, führt unweigerlich zu einer Verknüpfung von Fragen der Migration, des Nationalismus sowie Frauen- und LGBTQ-Rechten. In so einem ethnonationalistischen Kontext, in dem ein imaginiertes Volk mit einer Nation gleichgesetzt wird und eine imaginierte Kontinuität auch historisch postuliert wird, ist Reproduktion schlichtweg Politik. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán macht dies besonders deutlich, als er proklamierte: Wir brauchen keine Zahlen, sondern nur ungarischen Kinder. Für uns bedeutet Immigration Kapitulation. Und wenn Sie Putins Rede von vorgestern gehört haben, sagte er, eine starke, souveräne Russland braucht die große, kinderreiche Familie, die zur Norm werden muss. Ich möchte an dieser Stelle auch an einen interessanten Slogan erinnern, der bleibt mir immer in Erinnerung, Sie werden gleich sehen, warum. 2000 hat der CDU-Politiker Rutgers dieses Slogan entworfen als Antwort auf die damals Green Card-Initiative von dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und der Slogan war Kinder statt Inder. Und die Idee war, dass die Frage der Immigration wurde damit natürlich gleich mit deutschen Geburtenraten in unmittelbare Verbindung gesetzt. Das Witzige war, also Schröder wollte die Green Card einführen, damit Inder, also es war maskulin konnotiert, nach Deutschland kommen sollten, um die IT-Branche anzukurbeln. Und Rutgers Antwort darauf war, deutsche Kinder statt Inder. Das Interessante war, es kamen weder deutsche Kinder noch die Inder. Aber das ist eine andere Geschichte. Staatliche Bevölkerungspolitik hat immer schon das Ziel, nicht nur die Bevölkerungsanzahl, sondern auch die Zusammensetzung der Bevölkerung zu regulieren, um eine politisch erwünschte Nation zu entwerfen. Während in ganz Osteuropa die Abwanderung gebildeter junger Bürgerinnen kaum noch zu verhindern ist und auch noch nicht thematisiert wird, wird stattdessen eher nur auf den Geburtenrückgang als ultimative Gefahr für die Zukunft der Nation konstruiert. Die rechtliche Anerkennung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen ist de facto in vielen dieser Ländern abgeschafft worden. Wir können hier alle, was wir beobachten können hier, ist eine Politisierung von Demografie, bei der eine thanatopolitische Wendung sichtlich wird. Frauen, insbesondere Feministinnen und Queer-Menschen, werden für den Niedergang und sogar für den Tod eines
völkischer gedachten Nation verantwortlich gemacht, weil sie nicht in der Lage sind, genügend Kinder zu gebären. In diesem Kontext soll uns beispielsweise auch die 2019 initiierte EU-Kommission für Demokratie und Demografie zu denken geben. Dies wird von einer Politikerin aus Kroatien geleitet, ausgerechnet aus jenem Land, das selbst eine Politik der sogenannten demografischen Wiederbelebung der Nation verfolgt. Doch der politische Körper soll auch über Änderungen des Wahlrechts und der Wählerinnenschaft umgeformt werden. Ich erinnere Sie hier an den von Bertolt Brecht in 1953 gestellte ironische Frage, wo er schreibt, das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt, wäre da es nicht einfacher, die Regierung löst das Volk auf und wählt ein anderes. Diese Frage hallt heute in vielen Ländern nach. Sanft autoritäre Regierungen stellen die demokratischen Spielregeln grundlegend auf den Kopf. Denn sie verwenden ausgerechnet Wahlen, also einen wesentlichen Baustein repräsentativer Demokratien, um ihre Macht zu zementieren. Anders als in Diktaturen oder in totalitären Staaten spielen Wahlen daher in sanft autoritären Regimen also eine entscheidende Rolle. Denn sie legitimieren sich durch regelmäßige Urngänge und erhebliche Wahlmehrheiten. Diese parlamentarischen Mehrheiten werden dann nachher genutzt, um Verfassungsänderungen vorzunehmen, um die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit abzubauen und um liberale Institutionen von innen auszuhöhlen. Natürlich beruht demokratische Politik auf einer Arithmetik von Mehrheiten und Minderheiten. Mehrheiten bilden sich dabei allerdings in Demokratien entlang von Themen und sie müssen sich über den öffentlichen Diskurs, die Medien, politische Mobilisierung durch Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen immer wieder aufs Neue erzeugt und ausverhandelt werden. In Kontrast dazu bezieht ein sanft autoritäres Regime seine Legitimation jedoch aus der Repräsentation einer zahlenmäßig konstanten Mehrheit, die sich statt auf Themen darauf stützt, im Namen des wahren Volkes, der reinen Nation, die echten, wie auch immer sie dann definiert werden mögen, zu sprechen. Einen solchen ausgrenzenden ethnisch-religiösen Nationalismus zeichnet sich oft das aus, was der Sprachwissenschaftler Inko Warnke treffend als Mimicry of Marginality bezeichnet hat. Einst als selbstverständlich erachtete Mehrheitsprivilegien werden heute hinterfragt und sehen sich in der Defensive. Ethnisch-kulturelle, religiöse, auch rassifizierte Minderheiten, deren legitime Forderung nach Gleichheit als Bedrohung für tradierte Privilegien und Ansprüche gesehen werden, werden daher als existenzielle Bedrohung für die Nation wahrgenommen. Wir können hier auch auf noch ein Teil des Toolkits aufmerksam machen. Wahlgesetze werden etwa gezielt umgeschrieben. Es gibt das sogenannte Gerrymandering, eine strategische Grenzziehung von Wahlbezirken, Voter Suppression, aber auch die gezielte Unterrepräsentation marginalisierter Gruppen in Volkszählungen ist eine wichtige Taktik hier. Zudem werden bewusst administrative Hürden aufgebaut, um Minderheiten zu entrechten. Eine weitere Taktik ist die selektive Vergabe von Staatsbürgerschaften und Wahlrechten an ausgewählten Gruppen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Umsetzung vieler dieser Strategien kaum öffentliches Interesse auf sich zieht. Sie werden meist erst sichtbar, wenn ihre gravierenden Folgen zu spüren sind. Eine andere Art der Exklusion und Entrechtung ist die Tatsache, dass Migrantinnen überall in Europa nicht wählen dürfen. Also denken Sie an den, in Wien zum Beispiel sind fast 40% der Leute, die in Wien leben, nicht wahlberechtigt. Ich gehöre dazu. Und wer von Integration spricht, daher muss für politische Teilhabe sorgen. Denn, um nur mein eigenes Beispiel zu geben, ich zahle Steuern in 3 europäischen Ländern und habe das Wahlrecht in kein einzigen. Also es ist Taxation without Representation. Und das ist für die Demokratie ein Problem.
Also wenn bei Brexit zum Beispiel nicht nur die jungen Wähler, Wählerinnen an die Urne gegangen wären, sondern auch die Briten, die in Europa lebten, wahlberechtigt gewesen wären, wäre das Ergebnis ganz anders ausgegangen. Gerrymandering bezeichnet eine Praxis willkürliche Manipulation der Grenzen von Wahlbezirken, die eine bestimmte Partei oder Gruppe einen unfairen politischen Vorteil sichert und damit die Wahlergebnis dauerhaft zerrt. Völlig auf die Spitze getrieben hat diese Taktik Viktor Orbáns Regierung, die nicht nur wie in den USA bestimmte Wahlbezirke gerrymandert hat, der hat eigentlich das ganze Land gerrymandert. Und dabei hat er infolge dieser strategischen Grenzziehungen, obwohl die Fidesz-Partei, seine Partei 2014, nur 45% der Stimmen hatte, er hatte 2/3 der Sitze im Parlament. Mit dieser Mehrheit könnten sie dann wieder etwas weit gefasste verfassungsrechtliche Änderungen vornehmen. Und dann im Laufe der Jahre haben sie ein Teilwahlrecht an die ethnischen ungarischstämmigen bestämmige Bevölkerung in Nachbarländern ausgeweitet. Ganz 25, also Leute, die nie in Ungarn gelebt haben, ihnen haben sie ein Wahlrecht erteilt. Ganze 95% dieser neuen Wahlberechtigten außerhalb der ungarischen Landesgrenzen wählten dann die Fidesz. Die ungarische Regierung, die Orbáns Regierung, ist daher also dann nachhaltig gelungen, die Zusammensetzung der Wählerinnenschaft zu ihren Gunsten zu verändern, ohne dabei die Landesgrenze zu verschieben. Der Begriff von Voter Suppression, Wählerinnenunterdrückung, verweist auf eine Reihe von weiteren verschiedenen Techniken, die auf eine Einschränkung der Wahlbeteiligung abzielen. Das Ausmaß, dem die Republikanische Partei in den USA Voter Suppression betreibt, wird vielleicht ersichtlich, wenn Sie sich vor Augen führen, dass über 100 Gesetzesanträge in 28 US-Bundesstaaten auf Bearbeitung warten, die alle die Absicht haben, die Möglichkeiten der Briefwahl abzuschaffen. Der Grund, warum Voter Suppression von der Republikanischen Partei seit Jahrzehnten so intensiv und systematisch betrieben wird, ist, dass die Partei davon ausgeht, dass sie aufgrund der sich veränderten Bevölkerungszahlen durch Migration und die höheren Geburtenraten von Immigrantinnen in Zukunft schlichtweg keine Wahlen mehr gewinnen werden können. Infolgedessen sind Volkszählungen in den USA in den letzten Jahren zu einem regelrechten politischen Schlachtfeld verkommen. Schon immer gab es in US-amerikanischen Volkszählungen eine systematische Unterrepräsentation von Schwarzen, von Native Americans, von migrantischen Gruppen. Eine Situation, die in 2020 durch die Pandemie natürlich noch verschärft hat. Aber in 2020 hat die Trump-Regierung alles unternommen, um die Volkszählung in allen Gebieten, in denen entweder, also Districts, in denen die schwarze Bevölkerungsmehrheiten waren oder Native Americans lebten, einfach niedrig zu halten. Interessanterweise war auch interessant, Wahllokale auf Universitätsgelände wurden geschlossen. Studierendenausweise wurden nicht mal zur Identifikation akzeptiert. Und zudem gab es gezielt Beschränkungen bei der Briefwahl, was mobile Gruppen von Studierenden, die teilnehmen an der Wahl, zusätzlich erschwerte. Diese ganze Rhetorik, ich erinnere Sie, weil wir wieder für eine Trump versus Biden-Wahl stehen. Sie erinnern sich an die Trump-Anhänger von den Wahllokalen damals vor 4 Jahren, ja, mit den Skandalen stoppt die Auszählung, wo sie Anzeigen wegen angeblichen Wahlbetruges gegeben haben. Aber diese Rhetorik einer gestohlenen Wahl erinnerte mich stark an die Äußerungen von Norbert Hofer hier nach seiner Niederlage bei der Bundespräsidentschaftswahl in 2016. Alexandra von der Bellen wurde laut Norbert Hofer, ich zitiere, nicht gewählt, er wurde gezählt, wenn Sie sich erinnern an diesen Satz. Das eigentliche Argument, das Hofer hier ähnlich wie Trump vorbrachte, ist, die Stimme des Volkes wolle in Wirklichkeit etwas anderes, ihn.
demokratische Wahlergebnisse wird ihre Legitimität dann abgesprochen in dieser populistischen Rhetorik. Sie verkommen dann zu reiner Formalität. Neben dem Anzweifeln demokratischer Wahlergebnisse werden hier auch die Wahlgesetze selbst verändert. Und das ist, was der Begriff, den Kim Lenz-Schäpple geprägt hat, Autocratic Legalism, darauf verweist sie, um zu beschreiben, wie diese Regierungen demokratische Wahlmehrheiten sowie legale und verfassungsrechtliche Mittel nutzen, um demokratische Spielregeln in Richtung Illiberalismus zu verschieben. Also hier kann man sehr viele Beispiele geben. Ich will Ihnen nur eigentlich kurz nennen, und das betrifft meine Universität, die Central European University, kurz CEU, gegen die die Orbán-Regierung gesetzlich vorgegangen ist. Das ist ein gutes Beispiel für wie Lawfare aussieht, also juristische Kriegsführung. Das ungarische Parlament hat in 2017 eine Gesetznovelle zur Regelung ausländischer Privatuniversitäten verabschiedet, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten soll. Zwar erwähnte das Gesetz meine Universität nicht namentlich, dennoch quasi nur auf diesen einen einzigen Fall maßgeschneidert, und sie zwang uns faktisch zur Schließung unserer Universität in Budapest. Orbáns Kampfansage an die CEU ist ein weiteres Kapitel in dem Bestreben der Regierung, die gesamte Hochschullandschaft umzukrempeln und in weiterer Folge gleichzuschalten. Also mittlerweile, die öffentlichen Unis sind alle in private Stiftungen umgewandelt worden. Die Stiftungsräte sind Fidesz-Mitglieder, die alle auf Lebenszeit dahin gesetzt worden sind. Der damalige christdemokratische Bildungsminister Peter Harrach in Ungarn nannte die Professorinnen an der Central European University als Offiziere einer Okkupationsarmee. Die ungarische Regierung hat natürlich auch für einen dramatischen Rückgang von Studierenden gesorgt. Um 45% Rückgang zwischen 2010 und 2016, also innerhalb von 6 Jahren. Die Abwanderung junger, gut ausgebildeter Staatsbürgerinnen ins Ausland, unter ihnen sehr, sehr viele Studierende und Wissenschaftlerinnen, ist eine bewusste Taktik, um potenzielle kritische Stimmen loszuwerden. Es ist richtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die EU hätte eine andere Rolle hierbei spielen können, was die Rechte der CEU in Ungarn zu bleiben angeht. Die ironischerweise Direktoren, Rektorinnen von vielen, die sogar von Orbáns Regierung selbst nominiert waren in Ungarn, haben gegen diese Gesetzesnovelle protestiert und haben dabei mehr Mut bewiesen als die meisten europäischen Regierungen, die sehr, sehr spät realisiert haben, was hier richtig zu schützen gewesen wäre, die akademische Freiheit. Sogar die Europäische Volkspartei hat sogar ursprünglich Orbáns Regierung verteidigt, dann lange gezögert und Jahre später die Fidesz-Partei mit einer drohenden Suspendierung zum Verlassen der Europäischen Volkspartei gedrängt. Es ist wichtig zu betonen, dass nirgendwo in Europa rechtspopulistische Parteien ohne die Unterstützung konservativer Steigbügelhalter an die Macht gelangten. Und ein alarmierendes Beispiel für mich ist das jüngste aus Frankreich, die Übernahme rechtspopulistischer Rhetorik und Sichtweisen durch die Regierung Macrons kann als Versuch gewertet werden, den Anhängerinnen von Le Pen das Wasser abzugraben. Der tendenziöse Begriff, falls Sie den kennen, Islamo-Gauchismus heißt es. Damit werden französische Universitäten angegriffen. Und Macron selbst, wie seine Wissenschaftsminister, warnte mit diesem Begriff vor vermeintlich aus den USA importierten radikalen Ideologien wie Critical Race Theory, Postcolonialism, denn sie seien verantwortlich für den Hass auf Frankreich als Nation. Diese völlig absurde Kritik bildet die Grundlage eines neuen französischen Gesetzes, das die ultrarechte Sicht einer islamischen Gefahr übernimmt und linke Intellektuelle als wegbereitende Unterstützerinnen eines politischen Islams diffamiert.
So, lassen Sie mich zu den zum Schluss zu den Schwierigkeiten des Widerstandes gegen einen sanften Autoritismus kommen und damit abschließen. Wie wir gesehen haben, verläuft die Grenze zwischen liberaler Demokratie und sanftem Autoritarismus fließend. Infolgedessen ist es oft schwierig, solche Entwicklungen und Tendenzen in medias res zu identifizieren und rechtzeitig, bevor rote Linien überschritten wurden, gegenzusteuern. Es ist aber auch ihre Hegemonie, die diese Regierung genießen, die wurden gewählt, die sie vor Widerstand schützt. Sie erfahren doch durch weite Teile der Bevölkerung Unterstützung, sei es durch Verstrickung in Patronagenetzwerken, wie in der Türkei zum Beispiel, die ihnen die Teilhabe an Macht und Privilegien ermöglichen, oder auch durch eine Mischung aus Apathie und Angst, die zu einer passiven Duldung durch die Bevölkerung führt. Widerstand wird schon in Keim oft erstickt, weil der Raum für zivilgesellschaftlichen Aktivismus stetig weiter bestritten wird. Auch die Kollusion und das Kappen von Medien und die Desinformation, die verbreitet wird, auch über soziale Medien, behindern den Widerstand erheblich. Zudem scheint es mir, dass die liberale Demokratie Menschen nicht so begeistern vermag wie einst. Denn sie ist in vielen Ländern zu einer neoliberalen Politik der uneingeschränkten Marktherrschaft abgestumpft, zu einer Politik, die weder liberal noch demokratisch ist. Für die Demokratie zu mobilisieren, mag daher in totalitären Regimen wie in Belarus oder Iran möglicherweise sogar leichter sein heute als in Ungarn oder der Türkei. Demonstrationen für die Einhaltung liberaler Prinzipien wie Gewaltteilung und Rechtsstaatlichkeit, abstrakte liberale Prinzipien sind rar, die sind abstrakte Ideen, die die meisten Menschen im Alltagleben wenig tangieren. Oft werden sie aber als westlicher Import, und damit komme ich zu Western Promises, oft werden sie von sanftautoritären Führern als westliche Importe dargestellt, die für die eigene Gesellschaft kulturell fremd und daher ungeeignet sind, auf Deutsch. Wenn Sie sich an die gemeinsame Erklärung von Xi Jinping und Putin 2022 erinnern, deklarierten sie gemeinsam, dass jedes Land die eigene Demokratie anders für sich definieren mag, um den westlichen imperialistischen Definitionsmacht zu trotzen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf diesen Untertitel westlichen Promises eingehen. Ich habe mich über Promises, wie ich sagte, etwas gefreut, statt das übliche, überheblich heuchlerische Gerede über Western Values. Aber hier ist eine interessante Anekdote, den ich Ihnen erzählen will. Mahatma Gandhi wurde einmal von einem englischen Reporter in den 20er Jahren in England gefragt: Mr. Gandhi, what do you think of Western civilization? Und Gandhis Antwort war wunderbar. He said, Western civilization, it would be a good idea. Weil die Frage für mich ist, wo hat der Westen sein Versprechen realisiert? Die Geschichte des Kolonialismus ist eine Geschichte des Rassismus, des Kulturimperialismus sowie der demokratischen Ausbeutung. Die nationalen Befreiungsbewegungen haben für sich die Gleichheit, territoriale Souveränität und die Selbstbestimmung. Darum haben sie gekämpft. Demokratie wurde erst nach der Unabhängigkeit von den westlichen Kolonialmächten in den meisten Ländern des globalen Südens etabliert. Wenn die Demokratie ein Prozess ist, es ist ein Work in Progress, dann wäre es illusorisch zu denken, man könne sie einfach woanders exportieren. Diktatoren kann man viel einfacher exportieren und militärisch unterstützen, wie die lange Geschichte der US-amerikanischen Außenpolitik in Lateinamerika, Afrika, Nahen Osten, Südasien zeigt. Und noch ein Punkt zum Begriff Western. Wir tun uns keinen Gefallen, indem wir die liberale Demokratie ständig als Western bezeichnen. Denn erstens werden hier Genese mit Geltung verwechselt. Zweitens öffnen wir Tür und Tor damit für kulturrelativistische Argumente. Für euch ist die dann gut genug, ihr seid im Westen, behaltet mal eure Demokratie, für uns gilt sie nicht. Und drittens ist die liberale Demokratie auch im Westen nicht vom Himmel gefallen.
Sie wurde sowohl gegen die absolutistische Herrschaft als auch gegen die katholische Kirche erkämpft. Also müssen wir sie auch hier heute erneut verteidigen. So oder so wird politischer Widerstand alleine den samten Autoritarismus jedoch kaum die Stirn bieten können. Denn die heutige Krise der Demokratie liegt nicht in ihrem Unvermögen, regelmäßig freie Wahlen abzuhalten, sondern, wie wir gesehen haben, in der subtilen, schrittweisen, aber systematischen Verzerrung der Modi und die Mechanismen politischer Repräsentation. Daher ist die gerichtliche Anfechtung von Verwaltungspraktiken wie Gerrymandering oder Änderung von Wahl- oder Mediengesetzen essentiell. Hierfür ist nicht nur eine unabhängige Justiz wichtig, sondern vor allem die Zivilcourage einzelner Richter, Richterinnen, die diese Staaten sich nicht beugen. Es wird darüber auch hinaus auch eine breite Allianz erforderlich sein, die kollektiven Widerstand leistet gegen strukturelle Diskriminierung und systematische politische Marginalisierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen in allen Lebensbereichen. Demokratie braucht daher ständige Pflege und Erneuerung durch aktive Bürgerinnen. Beteiligung, Engagement, durch innovative Praktiken an der Basis, durch breit angelegte nationale, lokale, internationale Mobilisierung, wie wir sie auch in Bewegungen wie Jubilee 2000 für den Schuldenerlass oder Occupy Wall Street nach 2008 gesehen haben oder jüngst unter Black Lives Matter. Doch obwohl diese Bewegungen globale Aufmerksamkeit hatten, gestalten es für sich als, das ist die Herausforderung hier ist, aus einer Single-Issue-Bewegung wie Occupy Wall Street oder Jubilee 2000 eine breite Bewegung zu machen. Bei Demokratie geht es also mehr als die bloße Errichtung liberaler institutioneller Formen, obwohl selbst das in einem globalen Umfeld, in dem China, Russland, Saudi-Arabien nicht nur ein alternatives politisches Modell anbieten, sondern diese auch versuchen, weltweit aktiv zu unterstützen, sie ist halt schwieriger erweisen könnte. Schließlich ist, wie Till van Raden zu Recht betont, Demokratie nicht nur institutionell, sie ist eine Lebensform, die im öffentlichen Raum genauso gelehrt, eingeübt und genährt werden will wie in der Familie. Demokratie als Lebensform zu konzeptualisieren, deutet auch die Verflechtung zwischen privaten und öffentlichen hin. In Zeiten, in denen Demokratien zu fragilen, gefährdeten Lebensformen geworden ist, würden wir gut daran tun, uns mit Till van Raden zu überlegen, wie Demokratie sich anfühlt, wie sie im gewöhnlichen Alltag in der Familie, in Universitäten, in unseren Arbeitsplätzen, im öffentlichen Raum miteinander praktiziert wird und praktiziert werden könnte, statt unser Augenmerk lediglich auf institutionelle Funktionieren zu richten. Möglicherweise habe ich heute mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, aber ich wollte Ihre Aufmerksamkeit auf sanft autoritäre Praktiken lenken, die Entstehung und Mechanismen dieser neuen Herrschaftsstil in medias res in allen unseren Demokratien zu analysieren. Und wir brauchen daher ein Frühwarnsystem, wie ich versucht habe darzustellen, damit wir unsere Stimme rechtzeitig erheben. Aber letztendlich liegt es an jedem und jeder von uns als aktiv wachsame Bürger, Bürgerin, unsere Stimme gegen diese relativ unscheinbare Veränderung in unserer Gesellschaft und die schleichende Grenzüberschreitungen und vielen noch formalen Demokratien zu erheben, damit eine lebendige liberale Demokratie eine nachhaltige Zukunft haben kann. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen handeln in Solidarität mit denjenigen, die heute unter sehr riskanten Bedingungen für Recht und Gerechtigkeit in ihren Gesellschaften weltweit kämpfen müssen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen wundervollen Vortrag, dass wir alle ein bisschen einen Einblick kriegen, welche subtilen Taktiken in Anwendung finden, die man eben nicht auf der Straße merkt und nicht mit roher Gewalt bemerkt.
Darf ich zwei Fragen? Die eine ist noch einmal ein bisschen wahrscheinlich eine depressive und die andere soll dann eben uns elevaten, bevor wir das Publikum mit einbinden. Mich hätte noch interessiert, ob Sie vielleicht auch für Österreich einzelne Maßnahmen, Versuche orten können, wo Sie sagen, da passiert das auch schon oder da wird der Versuch unternommen, Demokratie auch in Österreich zu unterwandern mit demokratischen Mitteln. Also ich beobachte zum Beispiel, die österreichische Medienlandschaft ist eine Geschichte für sich. Ja? Also ich musste mich schon daran gewöhnen, als ich nach Österreich kam. Ich habe lange in Deutschland davor gelebt und in der Schweiz und das ist schon ein spezieller Fall. Aber die jüngste Versuche, gegen die Justiz mobil zu machen oder gegen bestimmte Behörden, die juristisch gegen Politiker vorgehen, die zu diffamieren, einzelnen Richter zu diffamieren, also anzugreifen. Das sind alle so ganz kleine, feine Arten von ein Unbehagen an liberalen Institutionen zu stiften. Und jetzt die hoffentlich positiv stimulierende Frage, nämlich auch, weil Sie ja eingangs schon gesagt haben, dass es jetzt vielleicht eher ein bisschen in die Richtung Depression geht und das ist ja oft dieses Spiel von Macht und Unmacht, dieses Gefühl, man hat keine Macht, ja, man lässt es lieber gleich bleiben. Aber welche konkreten Möglichkeiten haben wir als Bürgerinnen und Bürger, gegen diese Entwicklung entgegenzutreten? Also was können Sie uns mitgeben, wo wir sagen, da können wir sehr wohl aktiv etwas tun? Also ich glaube wirklich Stimme erheben und die Stimme nicht nur, also nicht nur an der Wahlurnen. Ja? Die Stimme erschöpft sich nicht in Wählen gehen. Wirklich in jeder Situation, wo wir Unrecht oder auch einen Rückschlag gegen bestimmte Art von Menschenrechten sehen, gleich die Stimme erheben. Das heißt aber, dass wir auch kollektiv das machen müssen, einerseits. Andererseits denke ich, das, was wir auch tun können, aber das ist wirklich einfacher gesagt als getan, wir müssen das Gespräch suchen mit denjenigen, die ihr Glauben an der liberalen Demokratie verloren haben. Wir müssen sie zurückgewinnen, weil letztendlich wird es an den Wahlen entschieden, wie die nächste Regierung in jedem Land aussehen wird. Und wir sind in einem super Wahljahr. Überall wird gewählt. Also in Ländern wie Russland wird einfach Wahlen stattfinden, die vollkommen bedeutungslos sind. In Iran aber haben sie gesehen, weniger als 40% Wahlbeteiligung. Also Protest ist nicht wählen. Aber das ist ein Sonderfall, sage ich mal. Ja, diese Form des Protests haben wir in Österreich auch. Also wir haben eine sehr große Gruppe an Nichtwählerinnen eben. Aber die Frage ist, was ist die Konsequenz davon? Aber ich glaube, deshalb habe ich gesagt, das ist ein Sonderfall. Hier nicht wählen zu gehen, ist schon was anderes als in Iran nicht wählen zu gehen. Hier müssen wir wählen gehen, unbedingt. Also ich würde gerne wählen gehen, aber ich habe kein Wahlrecht, wie ich sagte. Aber ich habe Wahlrecht nirgendwo. Insofern, also das ist für mich wirklich bitter. Indien hat kein Briefwahl und hier habe ich nirgendwo politische Möglichkeiten, politische Teilhabe. Aber ich glaube tatsächlich, weil die Wahlen hier, also nicht wählen ist keine Alternative, das ist die schlechteste Alternative. Aber nicht nur wählen gehen, sondern wirklich versuchen, ein Gespräch zu führen, wo wir denken, dass es noch möglich ist, Leute zu überzeugen, warum eine liberale Demokratie, also nicht nur eine Demokratie, die sich in dem einmaliges Wählen erschöpft, eine liberale Demokratie, wo bestimmte Prinzipien auch eingehalten werden, wichtig ist. Also ich glaube, dieses Gespräch müssen wir suchen. Also auch ein bisschen an uns alle raus aus der Komfortzone, weil es ja auch unangenehm sein kann, dieses Gespräch zu führen. Ja, wir sind auch in unserem eigenen Bubble. Ich vermute, die meisten von uns werden sich mit den
großteils, was ich gesagt habe, irgendwie einig sein. Und das heißt, wir müssen raus und mit denjenigen reden, für die diese entweder die sind enttäuscht von der tatsächlichen Achievements und dass die Versprechungen Western Promises in Western Democracies, die nicht für sie eingehalten wurden. Wir sollen vielleicht, und das ist jetzt die große Frage, also was macht man mit politischen Parteien und deren Programmen, also wie weit kann man die beeinflussen? Weil ich glaube, viele sind enttäuscht von Wahlprogrammen, die eigentlich an ihre Bedürfnissen nicht, also an den Bedürfnissen vorbeigehen und progressive Inhalte nicht mehr haben. Oder zum Beispiel eine grüne Politik, die aber die soziale Gerechtigkeitsfrage nicht stellt. Ja? Also diese Entkopplung ist ein Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, wieder eine progressive Politik auch in die Parteienprogramme hineinzubringen. Haben Sie da einen Ansatz, wie das, also ich denke jetzt da eher an das Thema Berufspolitikerinnen, die einfach ihr ganzes Leben vielleicht Wahlen schlagen müssen und sich aber vielleicht nicht mehr damit befassen in dem Ausmaß, wie es in der Realität ist für manche Menschen? Das weiß ich nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob sie realitätsfremd sind oder ob sie tatsächlich an bestimmte Art von Austeritätspolitik mittlerweile glauben, an bestimmten ökonomischen Rezepten glauben, die alle sozusagen als das hegemonische ökonomische Modell darstellen. Ich sehe bei den meisten, also auch mit Sorge sehe ich, ja, wie die Sozialdemokratie auch nicht bereit ist, die Frage der Migration und Asyl richtig zu thematisieren. Ich würde jetzt gerne noch, wir haben noch 2, 3, 4 Minuten, die Möglichkeit geben, wenn jemand von Ihnen auch gerne sich einbringen möchte in die Debatte, werden Mikros rumgereicht. Wer möchte denn vielleicht einen kurzen Gedanken teilen zu der Frage? Sie haben es am Ende vielleicht schon kurz angesprochen, aber meine Frage ging in die Richtung, ob es vielleicht auch nötig ist, diesen Bildern der rechtsgewandten, konservativen, rückschrittlichen Politik auch etwas entgegenzusetzen. Also diesen Angstbildern, sowohl diesen negativen Angstbildern als auch den positiven Bildern von Familie und Zusammengehörigkeit, dass hier die demokratischen Kräfte, die liberalen Kräfte auch vielleicht neue Zukunftsvisionen, neue Bilder, neue Visionen auch entwickeln muss, um dem auch etwas entgegensetzen zu können vielleicht. Unbedingt. Wir brauchen wirklich neue Visionen. Aber zum Beispiel ein guter Punkt für mich wäre eigentlich an die, also das ist jetzt nicht österreichspezifisch, aber in vielen, vielen Ländern eine sehr, sehr genderfeindliche und frauenfeindliche Politik. Ja? Also das heißt, wir, also ich kann zwar für mich sprechen hier, meine Generation von Frauen, wir haben wirklich gedacht, das, was erreicht worden ist, ist fest zementiert. Ja? Es kann keinen Rückschlag an vielen diesen Frauenrechten und reproduktive Freiheiten und so weiter geben. Und wir sehen, es geht es. Jeden Tag geht es und es ist möglich. Also das heißt, wir müssen auch realisieren, dass nichts, was errungen wurde, eigentlich stetig ist, wenn wir dies nicht verteidigen. Und für mich wird wirklich in diesem Fall die Frauenpolitik wäre für mich eine ganz wichtige, die feministische Politik, die wir verteidigen müssen. Sonst sind wir ganz schnell in eine sehr, sehr gefährliche, frauenfeindliche Politik. Gibt es noch jemanden, der jetzt gerne noch etwas sagen möchte? Weil sonst darf ich mal an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken bei allen. Wir werden, also eine kurze Frage können wir noch mitnehmen, weil dann muss das Podium umgebaut werden. Bitte. Ja, danke für diesen sehr interessanten Vortrag. Und ganz kurz gesagt,
Ich möchte mit meiner Frage jetzt aus dieser eurozentristisch-österreichisch zentrierten Positionierung hinausschauen, jetzt nicht auf die Migrations- und sonstige Fragestellungen, sondern an einem Beispiel, weil ich im letzten Jahr mehrere Monate in Indien war und da auch sehr viele Gespräche mit politisch interessierten Leuten hatte. Wie sehen Sie diese Fragestellung, die Sie heute hier vorgetragen haben, am Beispiel der indischen Demokratie? Ich glaube, die indische Demokratie weist dieselben Züge auf. Also die Wahlbeteiligung ist sehr hoch im Gegensatz. Also es ist eine etwas widersprüchliche Entwicklung verglichen mit Europa. Hier sehr viele Leute, die nicht zur Wahl gehen, aus Apathie oder Desinteresse. Die Wahlbeteiligung in Indien ist extrem hoch. Wir haben aber ein Mehrheitswahlrecht und das führt dazu, dass mit 30, 37, 35 Prozent der Stimmen man eine riesen parlamentarische Mehrheit gewinnen kann. Und das ist genau der Fall. Das heißt, die Regierungspartei hat nicht eine riesen Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, aber das nichtsdestotrotz hat sie aufgrund des Mehrheitswahlrechts eine sehr große parlamentarische Mehrheit, kann daher die Opposition komplett ignorieren. Die Opposition ist schwach, die ist gespalten. Wir haben die letzten 25 Jahre eine große Privatisierung von und Kommerzialisierung von den Medien, insbesondere das Fernsehen, erfahren. Wir haben Gesetze, die es sehr erschweren, zivilgesellschaftliche Organisationen, die Gelder aus dem Ausland bekommen haben, zu arbeiten. Wir haben die Universitäten ist eine andere Landschaft. Also wir haben öffentliche, große öffentliche Universitäten, sehr, sehr viele private, kleine Universitäten, die zugelassen wurden in den letzten 25, 20 Jahren. Die sind sogenannte Liberal Arts Colleges. Und kritisches sozialwissenschaftliches Denken ist schon ein bisschen dorthin, sozusagen an vielen Orten dorthin verlagert worden. Das sind Colleges und Universitäten, wo die Regierung nicht direkt eingreifen kann. Aber die Regierung versucht natürlich Einfluss auf die öffentlichen Unis zu nehmen. Das heißt, sie sehen alle Merkmale, die ich Ihnen hier skizziert habe, genau dort in vom gleichen Toolbox. Dann vielen herzlichen Dank nochmal auch für das Eingehen auf die Situation in Indien. Wir beenden jetzt mal dieses Panel hier. Ich darf nochmal aufgreifen, was wir alle tun können, nämlich uns zu Wort melden, wenn wir Ungerechtigkeiten auch wahrnehmen, und zwar im Kleinen wie im Großen. Um 14.30 Uhr geht es hier weiter mit dem Panel Plus Minus Democracy. Und zwar auch auf die Frage, wie sich Demokratiedefizite in puncto Menschenrechte auswirken. Also bis in knapp 20 Minuten. Vielen herzlichen Dank.